Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Ich befinde mich hier im Lager. Werde jetzt mit Liana nochmal ganz kurz zu der Festung am Soldatengipfel gehen. Und danach, glaube ich, zu den Zwergen. Falls ich irgendwas Wichtiges vorfinden sollte, nochmal zurück am Soldatengipfel, dann werde ich das reinschneiden. Ansonsten gibt es jetzt einen Cut. Willkommen zurück, Wächter. Wie ihr seht, waren wir nicht untätig. Wir haben ein wenig sauber gemacht. Sogar mein Bruder Mikael ist aus seinem Versteck gekommen. Ihr werdet nirgends einen besseren Schmied finden. Hier lagern auch einige Waren, die euch vielleicht interessieren. Kauft sie jetzt, bevor meine Vettern sie alle woanders hinbringen. Die Festung sieht ganz anders aus. Wir sind eine große Familie. Als ihr weg wart, haben wir uns alle hier niedergelassen. Kaum zu glauben, dass es hier Untote, Dämonen und Schlimmeres gab, nicht wahr? Irgendwelcher Ärger mit Avernus? Ich habe keinen Ton von ihm gehört. Sieht aus, als bliebe er lieber allein. Aber ich habe den Kindern immer gesagt, dass sie sich vom Turm fernhalten sollen. Hat euch eure Familie von Sophia erzählt? Ich habe darüber nachgedacht. Aber ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn jemand glaubt, dass man von Löwen abstammt. Auch wenn die Wahrheit ein wenig komplizierter ist. Der Glaube unserer Familie, dass man uns Unrecht angetan hat, er hat uns die Stärke verliehen, etwas aus uns zu machen. Und was haltet ihr von Sophia? König Arland muss ein wahrlich übler Geselle gewesen sein. Sophia wurde als Verräterin gebrandmarkt, weil sie mit Blutmagiern paktiert hat. Aber trotzdem halte ich sie immer noch für eine Heldin. Ich möchte eure Waren sehen. Natürlich. Natürlich. Geistheiler. So viele Leute hier. Bin schon unterwegs. Ruhe der Gruppe. Das ist natürlich richtig gut. Kann ich gut gebrauchen hier. Gut, sehr gut. Ist hier eigentlich noch was? Levis Neffe. Und Raben. Unsere Familie schuldet euch eine Menge. Ach was. Das habe ich doch gern gemacht. Hallo, Mikael. Ihr? Ihr seid der Wächter? Meine Familie schuldet euch viel. Jede Waffe, die ich fertige, überlasse ich euch mit Preisnachlass. Ihr seid Levis Bruder? Ihr seht ihm gar nicht ähnlich. Meine Familie führt das leichte Leben der Kaufleute und wird fett dabei. Ich zog es vor, den Weg von Metall und Stein zu beschreiten. Dadurch bleibe ich stark. Ihr seid also ein Waffenschmied? In der Tat. Ich habe mein ganzes Leben dem Umgang mit Stahl, Drachenknochen und dergleichen gewidmet. Ich habe bei den Menschen so viel wie möglich gelernt. Und verbannte Zwerge haben mir darüber hinaus noch mehr beigebracht. Gebt mir die besten Metalle und Materialien, dann kann ich für euch Wunder wirken. Ich habe bei meinen Reisen dieses seltsame Metall in einem Krater gefunden.
Das ist Sternmetall. Wenn ihr mir das gebt, stelle ich etwas für euch her, was zur Legende werden wird. Wie viel wird mich das kosten? Nichts. Meine Familie schuldet euch sehr viel. Ein zweihändiges Schwert oder ein Langschwert aus Sternmetall? Ich find's doof, dass ich nichts für Magier machen kann. Aber ich glaube, wenn, dann lieber was für Alistair, oder? Einem König würdig. Ein Langschwert aus Sternmetall, bitte. Und so soll es sein. Es ist vollbracht. Ich nenne diese Klinge Sternenreißer. Möge sie euch allzeit dienlich sein. Ich muss nach all der Anstrengung nun ruhen. Wächter? Vielen Dank, das sieht halt genauso aus wie das Schwert seines Vaters, finde ich. Das Schwert von Marik. Sternenreißer. Ja, das ist gut. Surins Macht. Auch ein langes Schwert. Okay, vielen Dank. Ja, dann werde ich mal Truhen öffnen, etc. pp. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ich komme nicht mehr in die Festung rein. Oh nein, ich habe die Truhen einfach, ja, verpasst jetzt. Nein, lass mich rein. Okay, Memo an mich. Meine Methode mit ich mache später die Truhen funktioniert nicht. Gut. Okay. Dann werde ich nochmal eben Liliana zu Ende aufsteigen lassen hier. Und was nehme ich hier? Waldläufer. Spezialisierungsboni. Konstitution plus 1. Naturresistenz plus 5. Waldläufer haben eine Vorliebe für das Land und die Wildnis. Aber als unabhängige Späher und Soldaten sind sie Opportunisten, keine Beschützer der Natur. Sie nutzen jeden Vorteil aus, den ihre Umgebung bietet und können wilde Tiere dazu bringen, Gegner anzugreifen. Ja, das klingt doch gut. Das nehme ich. Wolf beschwören. Das möchte ich haben. Der Waldläufer ruft einen großen Waldwolf herbei, der an der Seite der Gruppe kämpft. Jawohl. Das ist cool. Das mag ich. Wo ist er? Der ist voll groß. Voll cool. Ja. Sehr gut. Dann. Ja. Werde ich jetzt zu den Zwergen gehen. Glaube ich. Das Frostgipfelgebirge, eine Kette von hoch aufragenden Gipfeln, die sich im Westen Fereldens erstreckt und eine natürliche Grenze zu Orlais bildet. Das hat die aber nicht abgehalten, Ferelden anzugreifen. Naja. Na, wird hier angegriffen? Nein. Mal gucken, ob ich das schaffe hier. Hallo? Erst der Magier. Los, gerade Terran Logan schickt euch Grüße.
ich möchte Alistair ein bisschen heilen. Ach, mein Wolfi ist gar nicht mehr da. Naja. Du solltest fliehen. Solange du noch kannst. Voll ins Gesicht. Gut. Was waren das denn für Leute? Kopfgeldjäger. Bin schon unterwegs. Wo geht's hier lang? Ach, da geht's auch lang. Ne, ich gehe lieber den direkten Weg. Der Pass durch das Frostgiftergebirge. Vor den Toren von Orsamar. Die meisten Händler dürfen Orsamar nicht betreten, also lagern sie nur in der Nähe der Tore. Da oben gilt keinerlei Gesetz, sagt man. Mhm. Ach, warte mal. Blut und Verdammnis. Ja. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Stärke. Tja, was soll's denn werden? Champion, Berserker? Ich glaube eher Champion, oder? Champions sind erfahrene Krieger und selbstbewusste Anführer im Kampf. Ihre beeindruckenden Fähigkeiten im Umgang mit Waffen können Verbündete inspirieren und Gegner einschüchtern und demoralisieren. Sie sind die Art von Helden, die Armeen befehligen, sich kopfüber in Gefahren stürzen und das alles auch noch einfach erscheinen lassen. Ja, das klingt gut. Klugheit brauche ich. Okay. Oder habe ich schon alles? Okay. Dann nehme ich den Krieger. Tapferkeit. Der unerschütterliche Mut des Kriegers verleiht ihm Boni auf Schaden und körperliche sowie mentale Widerstandskraft. Er erhält außerdem einen Bonus auf seine kritische Trefferchance, der proportional zur Anzahl der Gegner steigt, wenn der Krieger es mit mehr als zwei Widersachern zu tun hat. Oh, das ist gut, das ist gut. Was sollen wir machen? Was können wir tun? Halt einfach den Kopf unten und verlier bloß nicht die Nerven. Das ist die Strafe des Erbauers, ganz bestimmt. Dafür, dass wir diese Magier und ihre Zirkel gewähren lassen. Ja, ja. Wir sollten sie einfach töten, nur um sicher zu gehen. Der Erbauer stimmt dankbar. Die Magier sind schuld, natürlich. Ich habe Geld für eine Handelsgenehmigung bezahlt. Das können Sie nicht machen. Was ist denn? Achso, die lassen Sie nicht rein. Was geschieht bei einem Bürgerkrieg mit uns?
Das kann ich auch nicht sagen. Zwielichtiger Gauner. Zwielichtiger Gauner und ein Deserteur. Na, okay. Hallo. Ja? Ich bin im Namen der Blackstone-Freischärler hier. Oh, worum geht es? Ich habe gehört, ihr hattet der Gilde Vorräte gestohlen. Ich habe befürchtet, dass dies geschieht, aber ich hatte gehofft, dass nicht ihr mich aufsuchen würdet. Ich habe keine Wahl. Vergebt mir, Wächter, aber ich kann nicht mit euch zurückkehren. Okay. Ich bin hier. Da! Hey, Vorsicht! Magier? Nee. Ha! Natürlich. Tja. Das ist natürlich doof, dass ich den jetzt töten musste. Ja. Vorratsbündel. Du hast die Deserteure gefunden und hast das Problem gelöst. Kehre mit den Vorratsbündeln zu den Blackstone-Freischärlern zurück, um deine Belohnung zu erhalten. Okidoki. Wovon soll ich leben, wenn ich nichts verkaufen kann? Ich bin ruiniert! Halten Sie sich jetzt für unabhängig? Die Händler werden nicht riskieren, dass sowas nochmal vorkommt. Oh, die Schrift der Zwerge. Aber es gibt sogar Leute, die haben die Schrift der Zwerge irgendwie übersetzt. Aber ich weiß nicht genau, was da steht. Kommt ruhig, beim Acken des Erbauers. Entschuldigt bitte, ihr habt mich erschreckt. Ihr seid Farin, richtig? Ihr habt von mir gehört? Wo ist mein Schwert? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht, Sir. Wie viel wollt ihr dafür? Ich habe es nicht. Ich schwöre es bei Andrastes Wams. Ich habe es unterwegs verkauft. Wem habt ihr es verkauft? Einem Zwerg in der Nähe von Redcliffe. Ich glaube, sein Name war Dwin. Was sollte ein Zwerg mit einem Kunari-Schwert wollen? Ich weiß es wirklich nicht. Er sagte, er sei ein Sammler. Und es geht mich nichts an, was jemand mit meiner Ware macht, sobald ein Geschäft abgeschlossen ist. Wir werden sehen. Okay. Dann, es tut mir leid, muss ich erstmal mich um Stans Angelegenheit kümmern. Und dann komme ich wieder zu den Zwergen hier. Dwin also. So. Dorf Redcliffe. Sind wir wieder in Redcliffe. Ich muss, glaube ich, sowieso hier was abgeben, oder? Geht bitte weiter! Ich habe ein Geschenk von der Gemeinschaft der Magier für euch.
Oh, wunderbar. Ich freue mich immer über Nachrichten von meinen aufrechten Freunden aus der Gemeinschaft. Meine Männer und ich danken euch. Ich werde sicherstellen, dass die Großzügigkeit der Gemeinschaft erwidert wird. Nun solltet ihr euch wieder auf den Weg machen. Nun denn. Lebt wohl. Du hast Kommandant Harris 10 Lyriumtränke gebracht. Kehre zur Gemeinschaft der Magier zurück. Okay. Macht des Blutes. Ja, das ist das, was ich am Soldatengipfel an neuen Fähigkeiten bekommen habe. Dunkles Mal. Der Magier fügt sich selbst eine Wunde zu, um aus seinem verderbten Blut Kraft zu ziehen. Er regeneriert dadurch schnell einen beträchtlichen Teil seines Manas, büßt jedoch ein wenig Gesundheit ein. Blutiger Griff. Der Magier setzt sein eigenes, verderbtes Blut als Waffe ein, die bei seinem Ziel Geistschaden verursacht, ihn selbst aber ein wenig Gesundheit kostet. Zählt der betroffene Gegner zur dunklen Brut, erleidet er kurzzeitig zusätzlichen Schaden. Okay. Okay, das wollte ich eigentlich nicht ausprobieren, aber das sah sehr eklig aus. Dalen, der Blutmagier. Hallo. Al-Eamon lebt! Ich gebe zu, noch vor kurzem hätte ich so eine Nachricht schlichtweg für unmöglich gehalten. Tja. Die tiefe Dunkelheit vor dem ersten Licht der Morgendämmerung scheint unendlich zu sein. Doch wir sind euch äußerst dankbar für eure Bemühungen. Keine Quest. Okay. Dann muss ich irgendwie zu Dwin. Hallo, Dwin. Geht feiern oder was ihr sonst vorhabt. Ich suche das Kunari-Schwert, das ihr gekauft habt. Warum seid ihr daran interessiert? Es gehört mir. Sowas. Farron hat gar nicht erwähnt, dass der Riese, von dem er es hat, noch am Leben war. Nennt euren Preis. 6 Sovereigns. Überreden. 2 Sovereigns. Nehmt an oder lasst es. Gutes Argument. Es ist in meinem Tresor. Hier ist der Schlüssel. Würdet ihr mich jetzt bitte allein lassen? Tresor. Natürlich. Hä? Ich habe einfach alles genommen. Tja, der aufrechte Dalen ist gar nicht mehr so aufrichtig. Aufrichtig war einmal. So. Stans Schwert, ein Großschwert der Kunari. Obwohl die Klinge Spuren zahlreicher Kämpfe aufweist, wurde sie offensichtlich gut gepflegt. Merkwürdig. Ich hatte es fast vergessen. Ich bin vollständig. Seid ihr wirklich ein grauer Wächter? Ich würde sagen, man muss ein Ashkari sein, um ein einzelnes Schwert in einem vom Krieg überzogenen Land zu finden. Was werdet ihr jetzt tun? Mein Schwert liegt wieder in meiner Hand. Ich sollte es benutzen. Und ich könnte dem Arishok eine wesentlich zufriedenstellendere Antwort auf seine Frage geben, wenn die Verderbnis beendet wäre. Meint ihr nicht auch? Ihr bleibt also? Ich bin einer der Beresat. Ich habe das Schlachtfeld noch niemals verlassen, bevor die Schlacht geschlagen war. Ich freue mich, euch bei mir zu haben, Stan. Ja. Nicht jeder graue Wächter hat seinen eigenen Beresat. Ich werde dafür sorgen, dass ihr den Erzdämon erreicht. Geht voran. Miau.
Ah, es geht mir eigentlich eher darum, meinen Freund nicht zu verlieren. Stans Schwert. Das ist eigentlich gar nicht so gut. Aber wobei, 12 Angriff, 1,5 Rüstungsdurchdringung. Ach, was soll's. Was soll der Geiz? Ist doch schön, wenn er das hat und trägt. Gut. Dann sehen wir uns im Lager. So. Ihr habt gerufen? Ich dachte, wir könnten jetzt irgendwie reden. Ich wollte mich unterhalten. Gut. Sprecht. Na. Dann schlage ich vor, dass wir weitergehen. Ich habe eine Frage. Das überrascht mich nicht. Also gut. Gut. Sprecht. Dann schlage ich... Na gut, dann nicht. Ihr und eure Freunde seid wirklich großartig. Im Moment wird... Ihr und eure Freunde... Ich bin mir sicher... Ja... Ach so, erstmal muss ich die... Verzauberung? Ja, Verzauberung! Verzauberung? Verzauberung! So, was ist nicht ausgerüstet? Das ist nicht ausgerüstet. Gesundheitsrune. Experten. Das klingt gut. Plus 15 körperlicher Widerstandskraft. Dunkle Brut. Deveomer Runa des Meisters. Zauberresistenz. Als Templer für Alistair eigentlich gut. Denke ich, oder? Großmeister Flammenrune. Plus 5 Schaden. Ja, das ist auch gut. Stans Schwert. Rostrune des Experten. Ja, gut. Annehmen. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas... Ich bin mir sicher, ihr... Dann verkaufe ich mal ein bisschen was. Usaris hat mir treue Dienste geleistet. Asturians. Macht. Antike Wächterarmbrust. Moment. Ist der irgendwie gut? Okay. Ich finde den von Wynn eigentlich schon besser. Historians macht. Ich habe ja auch niemanden, der noch. Na, wobei. Dann kriegt er Asturians Macht. Dann wird sie benutzt. Sehr gut. Gürtel der Schatten. Das macht auch Sinn. Das wechseln wir mal aus.
irgendwas, Dagels. Nur die Stärke, antike Wächter, Armbrust. Ich finde aber Morrigans Bogen sowieso besser. Also, ja, verkaufen. Ihr und eure Freunde seid wirklich Ja, danke schön. So, Dagens, das kann weg, das kann weg. Bolzen können weg, ja. Der kann weg. Die kann weg, die kann weg. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Gut. Alles klar. Los geht's. Wen nehme ich mit zu den Zwergen? Ja. Das macht schon Sinn, finde ich. Aus Gründen. Ja. Das ist gut. Und ich finde, Alistair, wenn er halt König wird später, das ist schon gut, wenn er Verbindungen oder ja, Freundschaft knüpft mit dem Volk der Zwerge. Ja. Also, ja. Das sieht doch gut aus. Einen Moment. Eil. Erneuerter Angriff. Wann immer steinernde Aura aktiv ist, erhält Shale zusätzlichen Boni auf Rüstung und Widerstandsfähigkeit gegen gegnerische Zauber. Gruppenmitglieder innerhalb der Aura erhalten zusätzlich Boni auf Angriff, Ausdauerregeneration, kritische Trefferchance und Rüstungsdurchdringung. Gegner, die die Aura betreten, erleiden Abzüge auf Bewegungsgeschwindigkeit, Angriff und Verteidigung. Das klingt doch sehr gut. Übernatürliche Widerstandsfähigkeit. Wann immer steinernde Aura aktiv ist, erhält Shale zusätzliche Boni auf Rüstung und Widerstandsfähigkeit gegen gegnerische Zauber. Gruppenmitglieder innerhalb der Aura erhalten zusätzliche Boni auf Gesundheitsregeneration, Zauberkraft, Schaden und Widerstandsfähigkeit gegen gegnerische Zauber. Sehr gut. Haben wir hier. So, dann haben wir hier Duelland. Spezialisierungsboni plus 2, Geschicklichkeit plus 1 Schaden. Duellanten sind tödliche Gegner, die am liebsten in leichter Rüstung kämpfen und mit schwachen, aber präzisen Attacken angreifen. Erfahrene Duellanten verfügen über übernatürlich gute Reflexe, durch die sie den plumpen Angriffen ihrer Gegner ausweichen und mit beeindruckender Präzision zuschlagen können. Das möchte ich für Zephyrin haben. Zwei Waffen. Gegenschlag, zwei Waffenkenntnis. Der Charakter führt einen Angriff gegen ein Ziel aus, der normalen Schaden verursacht und den Gegner außerdem betäubt, wenn dieser bei einer Prüfung seiner körperlichen Widerstandskraft scheitert. Ja, dankeschön. Das möchte ich haben. Back again bei den Dwarfs. Die verdammten Zwerge streiten, bis sie verhungert sind, wenn sie nicht aufpassen. Ich muss mal gucken. Shale.
Das sieht gut aus. Wir müssen ja auch repräsentativ aussehen. Ich finde es höchst seltsam. Mit S meint ihr mich, oder? Bin ich jetzt auch ein S? Ich fühle mich geehrt. Für jemanden, der sich für einen Krieger hält, hat S einen erstaunlich schwachen Willen und ist enorm unentschlossen. Vielen Dank. Voll gemein. Außerdem versteckt S seine zahlreichen Schwächen gerne hinter einem Vorhang aus Witzigkeit. Für eine Statue kennt ihr ziemlich viele Worte. Gibt es einen Grund, warum es anderen so gerne folgt? Vor allem, wenn es ebenso in der Lage wäre, sie anzuführen. Wart ihr je für das Leben eines anderen verantwortlich? Oder gar für viele Leben? Oder ein ganzes Land? Natürlich nicht. Dann seid still! Ich werde mich an diesen Augenblick erinnern, wenn die Vögel kommen. Die Vögel? Die Vogelapokalypse. Was kann ich für euch tun? Ich habe hier eine Nachricht von eurem Meister. Das dürfte interessant sein. Welch ein Stil! Der Mann ist wahrhaftig ein Gelehrter und Rhetoriker. Von einem solchen Mann seiner Pflichten enthoben zu werden, ist eine Ehre. Einen schönen Tag noch. Na, er nimmt's sportlich. Du hast alle drei Entlassungsschreiben zugestellt. Kehre zur Gemeinschaft der Magier zurück. Gut. Hallo. Oh, ihr wolltet mit mir sprechen? Wahrlich sehr höflich, dass jemand mit so vielen Waffen einen unbedeutenden Händler überhaupt bemerkt. Lebt ihr an der Oberfläche? Jemand muss es ja tun. Der Handel mit anderen Rassen kann ausbleiben. Wir Oberflächler sind die Lebenslinie von Orsamer, auch wenn man uns eine Kaste verweigert. Die Versammlung sagt, wir hätten dem Stein den Rücken gekehrt. Aber unsere Ware nehmen sie uns trotzdem ab. Heuchler allesamt. Vielleicht wird es anders, bis meine Kinder erwachsen sind. Wart ihr jemals im Inneren von Orsamer? Zweimal jährlich. Ich habe nur einen Stand im Ständeviertel, aber ich bekomme genug damit. Es ist sehr, in sich abgeschlossen. Mein Großvater sagt, ich hätte das Gefühl für den Stein verloren. Ich wurde oben geboren und erinnere mich nicht, es je gehabt zu haben. Okay. Ich sollte dann jetzt gehen. Lebt wohl. Dann viel Glück. Ja, euch auch. Die Versammlung ist festgefahren. Niemand weiß, wann die Stadt wieder geöffnet wird. Sie haben den Verstand verloren. Orsamer wird hungern. Irgendwas geht da vor sich bei den Zwergen. Ich verlange eine Audienz bei einem Repräsentanten eures Königs. Ihr beleidigt ganz Ferelden mit eurer Handlungsweise. König Loghain wird nicht dulden, dass man seinen offiziellen Boten warten lässt. Viata! Dieses Land wird von den unabhängigen Zwergenkönigen verwaltet. Ich kann euch derzeit den Zutritt nicht gewähren. König Loghain verlangt die Unterstützung der Deshiers oder Lords oder wie die in eurer Versammlung eben heißen. Ich bin sein offizieller Bote. Ihr könnt auch der Fußabstreifer des Königs sein. Nach Orsamer kommen bis zur Klärung der Thronnachfolge nur die von unserer Art. Warum hat sich euer Volk so zurückgezogen? Sie verstecken sich, weil sie Zwerge sind. Hallo? Ich fordere jede Rasse auf, es uns gleich zu tun. Unser König ist tot. Andrin Edukin ist vor 3 Wochen zum Stein zurückgekehrt. Die Versammlung konnte sich auch nach einem Dutzend Wahlgängen nicht über einen Nachfolger einigen. Wenn das nicht bald geklärt wird, droht uns ein Bürgerkrieg. Ich bin ein grauer Wächter. Dieser Vertrag verpflichtet Orsamer dazu, mich zu unterstützen. Die Wächter haben König Kaelin getötet und Ferelden beinahe in den Untergang getrieben. Sie sind erklärte Feinde von König Loghain. Nun, das ist das königliche Siegel. Nur die Versammlung darf es brechen. Grauer Wächter, ihr könnt passieren. Ihr lasst einen Verräter passieren? Einen Außenseiter?
Ich verlange im Namen von König Loghain, dass ihr diesen Fleck auf Fereldens Ehre hinrichtet. Loghain ist der Verräter, der König Kaelin bei Ostara getötet hat. Was? Oh, Lügen, Verleumdung! König Loghain wird das nicht hinnehmen und ich auch nicht. Ich bin sein Bote. Bekämpft einander, wenn ihr meint, aber nicht direkt vor meiner Türschwelle. Jetzt. Ah! Und sie taten es trotzdem. Trainieren wir ein bisschen. Oh, 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 Magier. Braucht ihr Hilfe? Ich habe keine Wundumschläge mehr. Ah. Natürlich. Richtig, den Ball auf. Das hat gut geklappt. Naja, so cool auch nicht. Ihr habt mir einen Dienst erwiesen. Dieser Imrek hat hier schon eine ganze Woche lang rumgebellt. Sind alle Menschen so dämlich? Nee, aber ihr könnt Orsama betreten, grauer Wächter. Obgleich ich nicht weiß, ob ihr dort Hilfe finden werdet. Die Suche nach Seneschall Bandelor. Mit den Lords der Versammlung sprechen. Die Führung von Orsama liegt im Chaos. Mit der Versammlung zu sprechen, scheint ein richtiger erster Schritt auf dem Weg zu einer Lösung zu sein. Die Kammer der Versammlung befindet sich im Diamantenviertel. Uiuiuiui. Atrastvala-Wächter, es ist lange her, seit euer nobler Orden unsere Stadt besucht hat. Die Kunde von eurer Ankunft eilte euch voraus. Orsama heißt euch herzlich willkommen. Dankeschön. Mögen eure Reisen stets angenehm sein, Wächter. No. Unvorstellbar, wenn das alles Golems wären. Etwas Mitleid mit einem armen alten Mann? Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Ich würde ja gern was geben. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Ich kann aber nicht. Das ist natürlich dumm. Es heißt, die dunkle Brut sei Richtung Oberfläche aufgebrochen. Mhm. Ja. Paragons. Paragon Ortan. Die Paragons. Als ich bei den Zwergen studierte, wurde mir bewusst, dass ihr soziales System ebenso starr ist wie der Stein, der sie umgibt. Vom niedrigsten Diener bis zum König von Orsama ist jeder Zwerg in einer Kaste und hat einen klaren gesellschaftlichen Status, der vorschreibt, was er zu tun hat und wie das zu erfolgen hat. Besonders fasziniert hat mich daran, dass die Zwerge, so stur und stolz sie auch sein mögen, dennoch eine Möglichkeit eingebaut haben, dass selbst der Niederste von ihnen am Kastensystem vorbei zu Ruhm und Ehre gelangen kann. Denn jeder Zwerg, der etwas Bemerkenswertes entdeckt oder vollbracht hat, kann zum Paragon ernannt werden, womit er über allen anderen steht.
Wer ein Paragon wird, ist im Grunde so etwas wie ein lebender Ahne. Seine Worte gelten als unfehlbar und die Zwerge behandeln ihn wie einen Gott. Seine Familie und alle, die er mitnehmen möchte, werden die Begründer eines neuen Adelshauses. Und tatsächlich lässt sich jedes bestehende Adelshaus bei den Zwergen auf einen Paragon als Gründer zurückführen. Man muss allerdings sagen, dass so etwas recht selten vorkommt. Ich erfuhr, dass es seit Generationen nur einen neuen Paragon gegeben hatte, nämlich die Schmiedin Branka, die eine rauchlose Kohle entwickelt hatte. Ich habe Paragon Branka während meines Aufenthalts nur ein einziges Mal getroffen und das war ein höchst seltsames Ereignis. Von Mitgliedern ihres Hauses umgeben, war die übellaunige Frau in feinste Tücher gekleidet und mit Juwelen behängt. Sie wurde mehr verehrt als die höchsten Adligen, vielleicht sogar mehr als der König. Und dennoch schien sie dabei keinerlei Freude zu empfinden. Offenbar ist es eine gewaltige Bürde, eine lebende Legende zu sein. Überall in Orsamar gibt es Statuen der Paragons, die meisten davon in der Halle der Helden, die man durchschreitet, wenn man die Stadt von der Oberfläche kommend betritt. Der Anblick ist atemberaubend. Meisterwerke aus Stein, die scheinbar die Decke festhalten. Besucher erhalten einen Eindruck, welch große Zwerge hier schon gewirkt haben. Und Zwerge, die zur Oberfläche wollen und damit ihre Brüder zurücklassen, erinnert es daran, was sie aufgeben. Aus Die steinernen Hallen der Zwerge von Bruder Genitivi, Cholar der Kirche. Aber warte mal, habe ich jetzt auch was über diesen speziellen Paragon? Paragon Ortan? Charaktere? Nee. Oh, ich kann die Geschichte der Kirche mal vorlesen. Ich habe jetzt alle. Oh, Mist. Ups. Upsi. Religion. Ja, das kann es tatsächlich sein, eventuell. Maleficare Lyrium. Das ist eher die Menschenreligion. Ist halt doof. Ich würde ja auch gern was über die Religion der Zwerge erfahren. Ja, Kreaturen wollen nicht. Ja, schade. Das ist wahre Schönheit, Tochter. Wenn du Branka nacheiferst, wird ganz Orsamar deinen Namen kennen. Mutter, ich will nicht so sein wie sie. Sag das nicht. Nicht zu mir, zu niemandem. Und jetzt zurück in die Schmiede. Ich will mehr Details sehen. Ja, Mutter. Okay. Das ist also Branka. Eine Erläuterung der Paragons. Was, das habe ich alles schon. Das ist der Text von eben. Paragon B-Mod. Bitte, um der Liebe der Paragons willen. Ich kann dir nichts geben.
Es heißt, die dunkle Brut sei Richtung Oberfläche aufgebrochen. Hm. Paragon Garal. Mögen die Ahnen freundlich auf euch herabsehen. Oh, danke. Paragon Hildan. Paragon Lantene. Zwergenschola. Zeigt Respekt, Oberflächler. Ihr seid in der Halle der Helden, wo die Besten von uns sind. Die Statuen sind in der Tat recht beeindruckend. Das sind Paragons, Zwerge, die Großes vollbracht haben. Sie gelten als Ahnen, selbst wenn sie noch unter uns wandeln. Wenn wir nur jetzt einen hätten, einen, der uns eint, mit seiner Stimme gäbe es keine Uneinigkeit mehr. Vielleicht kann ich helfen, ist so ein bisschen sich in die Kultur von anderen einmischen. Das finde ich eigentlich nicht so gut. Dann findet einen, ist ja auch irgendwie blöd. Könnt ihr nicht für euch selbst einstehen, ist auch blöd. Also alles, was ich antworte, ist irgendwie, Könnt ihr nicht für euch selbst einstehen? Lernt unsere Sitten, bevor ihr vorgebt, uns vor uns selbst zu retten. Aber seht mich dabei nicht an. Ich werde keinem Oberflächler etwas beibringen. Ich glaube, da gab es keine richtige Antwort. Ich habe eine Frage an den bemalten Elf. Bemalter Elf? Oh, das bin ja ich. Gefällt mir. Habe ich recht verstanden, dass der bemalte Elf eine Krähe ist? Nicht im Wortsinn, aber ja, ich bin eine Krähe. Wie der Vogel. Gibt's auch andere? Der bemalte Elf greift also hilflose Statuen mit seinen Ausscheidungen an. Wenn ich einen Grund dazu habe, warum nicht? Das ist unerhört. Der bemalte Elf wird sich von mir fernhalten, sonst... Das bekomme ich oft zu hören. Ach, sehr gut. Wird mal ein bisschen sortieren hier. Gut. Was hätten wir? Auftragsbericht. Bin schon unterwegs. Der Schlüssel zur Stadt. Obgleich eure Befürchtungen nicht unbegründet sind, hat die Versammlung sich dazu bereits klar geäußert. Der Raum innerhalb des Teichs ist zwar begrenzt, aber die beabsichtigte Funktion der Halle rechtfertigt den zusätzlichen Platzbedarf. Die Statuen der Paragons müssen den Mittelpunkt der Halle der Helden bilden. Nur dort dienen sie optimal den zwergischen Interessen. Es ist das Erste, was Botschafter von der Oberfläche von Orsama sehen. Eine Vorstellung nicht nur unserer lebenden Ahnen, sondern auch des Steins, der uns geboren hat. Sie müssen ihn erst bearbeitet wahrnehmen, bevor sie die Komplexität seiner rohen Form verstehen können. Die Halle erfüllt auch noch einen zweiten Zweck. Sie ist das Letzte, was Brüder sehen, die uns verlassen. Wer geht, soll dabei den strafenden Blick der Ahnen in seinem Rücken spüren, als Erinnerung an seine Pflichten und an die Konsequenzen. Wir unterstützen jede Form von Handel, aber wer zu lange fortbleibt, ist bei seiner Rückkehr ein Fremder für den Stein. Aus einem Bericht der
Bebauungskommission der Versammlung. Okay. Wow, schau dir das an. Die Versammlung bestimmt den König und ein König schlägt seinen Nachfolger vor. Das Blut spielt bei beidem keinerlei Rolle. Oder wie jetzt, wenn jemand die Versammlung für einen Staatsstreich missbraucht. Wer weiß schon, was mein Vater in seinen letzten Stunden gesagt hat, wo doch nur der Emporkömmling Harrowmont an seiner Seite war. Ich lasse euch in den Kerker werfen. Du hast dir zu viel vorgenommen. Ihr da, trennt die Deschis im Diamantenviertel. Ich lasse nicht zu, dass Belen einen Aufstand anzettelt. So redest du nicht über den Mann, der König werden sollte. Oh. Ich dulde keine Kämpfe im Ständeviertel. Schon gar nicht vor Außenseitern. Wenn ich den verdammten Idioten finde, stecke ich ihn in die Legion. Hallo, Hauptmann. Beata, Oberflächler. Ihr habt freien Zugang zum Ständeviertel, aber Vorsicht. Wächter oder nicht, ich will Ordnung. Die Verderbnis naht und ich brauche Orsamas Unterstützung. Oberflächenprobleme. Wir haben keinen König, der euch anhört. Ihr könnt aber an den Streitereien der Versammlung im Diamantenviertel teilnehmen, wenn ihr wollt. Einige Deshir-Lords streiten sich um Details. Belen, Harrowmont, macht das einen Unterschied? Beide keine Paragons. Belen und Harrowmont sind also diejenigen, mit denen ich reden muss? Sie haben sich aus Furcht voreinander eingeigelt. Die Ordnung unter den Arbeitern zu bewahren ist schwierig, wie ihr gesehen habt. Ein Lord hat da nichts verloren. Belen lässt seinen Berater, Vortec Gavorn, vor der Versammlung für sich sprechen. Lord Harrowmont macht es über Dulin Forrender genauso. Kann eine Stadt so am Leben bleiben? Deshalb wollen wir nicht, dass ihr Oberflächler uns so seht. Ihr denkt dann, wir könnten es nicht besser. Der Markt ist dennoch belebt und die Taverne schließt nie. Zwistigkeiten werden normalerweise beim Tornei ausgetragen. Das sollten Belen und Harrowmont auch machen. Dann Tornei? Wäre alles bald vorbei. Was meint ihr mit Tornei? Persönliche Kämpfe um Ehre für die Ahnen. Oberflächler wie ihr verstehen das nicht. Wenn ihr unser Wächter sein wollt, müsst ihr uns auch kennen. Geht zum Bewahrer der Erinnerung in der Halle der Bewahrung. Es ist der strahlendste Ort im Diamantenviertel. Halle der Bewahrung? Okay, das werde ich machen. Ja, solltet ihr. Vortec Gavorn, Dulin Forrender. Sprich mit Dulin Forrender. Lord Harrowmont ist einer von zwei Männern, die den Thron besteigen könnten. Um eine Audienz bei Harrowmont zu erhalten, musst du mit Dulin Forrender sprechen. Du findest ihn entweder in Harrowmonts Anwesen im Diamantenviertel oder in der Schenke. Vortec Gavorn. Prinz Belen ist einer von zwei Männern, die den Thron besteigen könnten. Um eine Audienz bei Belen zu erhalten, musst du mit Vortec Gavorn, seiner rechten Hand, sprechen. Du findest Vortec in der Kammer der Versammlung. Im Diamantenviertel. Ja, der Thronfolger bei den Zwergen. Ja, das ist halt so eine Sache. Die zwei Männer, also Belen und Harrowmont, haben sowohl, also beide, negative Seiten, als auch Vorteile, wenn sie König werden. Ja, schwierige Sache. Ich weiß noch nicht genau, wie ich mich entscheiden soll. Wow. Das ist also Orsamar? Ist ja riesig. Gigantisch, oder? Wow. Die Zwerge sind
also was Technologie anbelangt, sowieso die fortschrittlichste Kultur von allen. Hä? Die Stadt Orsama. Die Zwerge sind berühmt für ihre Handwerkskunst und die Stadt Orsama gehört zu ihren Meisterwerken. Sie liegt inmitten des Frostgipfelgebirges tief unter der Erde. Die Stadt bildet einen Halbkreis ausgehend vom königlichen Palast und wurde an einem natürlichen Lavastrom errichtet. Das stetig sprudelnde, flüssige Gestein erleuchtet und heizt die gesamte Höhle. Die obere Ebene von Orsama ist die Heimat der Adelskaste, deren Paläste in beiden Richtungen vom Königshof aus gelegen sind. Außerdem befindet sich dort die Halle der Bewahrer, die als Archiv des gesamten zwergischen Wissens dient. Oh, das will ich alles lesen. Die Ebene darunter ist das Ständeviertel. Da befinden wir uns jetzt, wo die Händlerkaste zu Hause ist und die besten Erzeugnisse der Handwerker von Orsama feil geboten werden. In der Mitte des Lavaflusses, über einen Weg vom Ständeviertel aus zugänglich, liegt das Tornei-Gelände. Eine heilige Arena, in der die Zwerge traditionsgemäß ihre Dispute austragen. Auf der einen Seite des feurigen Flusses liegen die Ruinen alter zwergischer Paläste, die nicht mehr instand gesetzt werden können. Die Einheimischen nennen die Stadt Stadt des Staubs. Es ist die Heimat der Kastenlosen. Auf der anderen Flussseite befinden sich die tiefen Wege, einst die Verbindung zu anderen Teilen des Zwergenreichs. Nach jahrhundertelangen Kämpfen mit der dunklen Brut sind sie heute zum größten Teil versiegelt. Nahezu das gesamte Wissen über dieses Netz von Tunneln unter der Erde ist verloren gegangen. Selbst bei seinen Erbauern. Auf der Suche nach Wissen, die Reisen eines Scholaren der Kirche von Bruder Genitivi. Ja, da hinten geht's zum Tornei-Gelände. Ich gehe aber erstmal da lang, hier unten. Wir sind geehrt, euch zu dienen, grauer Wächter. Oh, wie nett von euch. Hilda. Ahnen, achtet auf meinen Sohn, denn er ist verloren in der Dunkelheit. Mütter, beschützt ihn, denn ihr wisst, was Trauer heißt. Verzeihung, ein kleines Opfer für die Ahnen? Obwohl, ich kaum glaube, dass eure Ahnen im Stein wohnen. Wer seid ihr? Mein Name ist Filda, Witwe von Tyrak aus der Schmiedekaste. Ich bete hier jeden Tag für meinen Sohn Ruck. Wenn ich nur wüsste, ob ich für seine sichere Rückkehr beten soll oder darum, dass die Ahnen seine Seele bei sich aufnehmen. Sichere Rückkehr? Wird euer Sohn vermisst? Es war vor 5 Jahren. Er war noch ein Jüngling. Er gehörte zu einer Patrouille in die tiefen Wege. Der einzige Schmied, der die Krieger begleitete, um ihre Waffen zu reparieren. Er war so stolz. Aber irgendwie wurden sie getrennt. Bei ihrer Rückkehr war er nicht mehr unter ihnen. Die tiefen Wege? Aus den tiefen Wegen kommt die dunkle Brut. Sie erstrecken sich meilenweit in die Erde. Und wir patrouillieren ständig dort, sonst würden wir überrannt. Ich habe meinen Mann an sie verloren. Wenn es bei meinem Sohn auch so wäre. Hat ihn jemand gesucht? Der Hauptmann opfert für die Suche nach Vermissten keinen Mann. Zu viele sind dabei schon der dunklen Brut zum Opfer gefallen. Es gibt dunkle Brut in den tiefen Wegen. Ja, eigentlich weiß Dalian das, aber egal. Es gibt dunkle Brut in den tiefen Wegen? Hab ich ja noch nie gehört. Aus den tiefen Wegen kommt die dunkle Brut. Sie erstrecken sich meilenweit in die Erde. Ich habe meinen Mann an sie verloren. Wenn es bei meinem Sohn auch so wäre. Wir sollten ihn nicht im Stich lassen. Ich suche ihn, wenn ihr wünscht. Wie?
Dazu müsstet ihr ja selbst in die tiefen Wege vordringen. Ich bin ein grauer Wächter. Wir tun nichts anderes. Ein Wächter? Dann könnt ihr es schaffen. Nur Wächter stellen sich den tiefen Wegen ohne Begleitung. Oh, danke. Die Ahnen haben meine Gebete endlich erhört. Nicht zu hoffnungsfroh. Wir können Jahrzehnte in den tiefen Wegen verbringen, ohne auf den Jungen zu treffen. Bitte, kommt nach eurer Rückkehr direkt zu mir. Da hat er schon recht. Naja, falls wir in die tiefen Wege kommen, falls wir ihn finden, wäre das natürlich sehr gut. Hallo? 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 Lord Harrowmont ist ein guter, mitfühlender Mann und er wird ein guter König sein. Ein mitfühlender, guter Mann ist nicht immer ein guter König. Die dunkle Brut greift jetzt angeblich die Oberfläche an. Wurde auch Zeit. Uns haben sie lange genug belästigt. Jetzt sollen die Oberflächler leiden, meint ihr? Weiß ich nicht, ob das so eine schöne Sache ist. Habt ihr den Kampf gesehen? Früher hätte man diese Männer dazu gezwungen, sich der Legion der Toten anzuschließen. Dann hätte ihre Wut wenigstens einen Sinn. Aber nicht heutzutage. Damals war alles anders. Oberflächler! Gut, das bringt etwas Gold und beruhigt die Leute. Dann halten sie es auch für richtig, die Tore wieder für alle zu öffnen. Je mehr Risse die Traditionen bekommen, desto besser. Dafür steht Belen. Es ist klar, dass ihr für Belen seid, offensichtlich. Weshalb denn? Es geht euch nichts an, aber ich sehe, wo das Gold ist. Er ist zwar traditionell, will aber dennoch neue Wege gehen, auch wenn einigen das nicht gefällt. Neue Wege könnte aber auch was Gutes sein. Manche sagen, Belen hätte seinen Vater getötet. Davon wissen wir noch gar nichts. Daylan weiß davon noch nichts. Woher soll ich das wissen? Das hat uns noch keiner gesagt. Ihr befürwortet dieses Chaos? Wer Erz sucht, muss Steine zerschlagen. Meine Investitionen sind wohl durchdacht. Es kommt alles in Ordnung. Die Versammlung hat uns einen Gefallen getan. Wir wissen jetzt, dass der Sand unter unseren Füßen lose ist, nicht fest. Das fördert Veränderungen. Eine Verderbnis naht. Orsamar darf nicht gespalten sein. Orsamar wird entscheiden, was wir sind und was nicht. An der Oberfläche mag eine Verderbnis drohen, aber unsere Krieger haben große Erfahrung im Kampf gegen die dunkle Brut. Es werden Oberflächler für den Handel übrig bleiben. Das hört nicht einfach auf. Okay, naja. Zeigt mal, was ihr anzubieten habt. Ich nehme euer Gold. Dafür taugt ihr. Dankeschön. Voll gemein. Dolch, Zwergen, Krams. Goldohrringe. Buch der sterblichen Hülle. Der Leser dieses Buchs erhält ein oder mehrere Punkte, um seine Attribute zu steigern. Danach wird es allerdings nutzlos. 15 Sovereigns. Das ist ganz schön viel. Da geht's zum Stand des Staubs. Ja, da gehe ich aber erst später hin. Ein raues Pflaster. Orsamar heißt euch willkommen. Oh. Schon wieder Erik Scheffler. Die Kasten. Besucher von Orsamar sollten nicht vergessen, dass die Hierarchie der Zwergengesellschaft weitaus komplexer ist als unsere. Und die Fehleinschätzung der Position eines Mannes kann bereits eine schwere Beleidigung sein. Da dies zu unnötigem Blutvergießen und dem Verlust von Körperteilen führen kann, werde ich versuchen, diese Gefahr für andere Reisende etwas einzudämmen. Die Gesellschaft von Orsamar ist unterteilt in Adelige, Krieger, Schmiede, Handwerker, Minenarbeiter, Händler und Diener. Nun werdet ihr zweifelsohne anmerken, das alles gibt es bei uns doch auch.
Das aber ist eine gefährliche Fehleinschätzung. Natürlich haben wir adelige Handwerker und Händler und auch bei uns wird es oft von den Eltern an die Kinder weitergegeben. Aber unsere Adelskinder werden bisweilen auch Handwerker oder Soldaten. Söhne von Händlern gehen zur Armee, werden Diener oder steigen in einem Handwerk vom Lehrling zum Meister auf. All das ist möglich. Eingeschränkt zwar durch den Status der Eltern, aber möglich. Was für die meisten Menschen eine Wahl ist, wird Zwergen durch die Geburt zwingend vorgeschrieben. Niemand darf Schmied werden, dessen Eltern nicht der Schmiedekaste angehören. Heiratet ein Diener eine Adelige, wird er dadurch nie selbst geadelt. Und obgleich seine Töchter Adelige wären, bleiben seine Söhne Diener. Denn Mädchen erben die Kaste ihrer Mutter und Söhne die Kaste ihres Vaters. Aus Auf der Suche nach Wissen, die Reisen eines Scholaren der Kirche von Bruder Genitivi. Bruder Burkle. Der Erbauer segne euch, Bruder. Ich dachte, Zwerge glauben nicht an den Erbauer. Ich bin Bruder Burkle von der Kirche Radcliffe. Zurückgekehrt ins Land meiner Vorfahren, um den Gesang des Lichts zu verbreiten. Ich beantrage die Gründung einer Kirche in Orsamar. Verehren Zwerge nicht ihre Ahnen oder so? Es gibt Widerstände. Offensichtlich wurde die Welt ja nicht von den sterblichen Seelen geschaffen, die darin gelebt haben. Dennoch bestehen die Zwerge von Orsamar darauf, ihre eigenen Vorfahren anzubeten. Ja, die Kirche der Menschen, also die Orlesianische Kirche, die haben aber in ihren Texten nur irgendwie die Rede von Menschen und manchmal von Elfen. Von Zwergen ist da nie die Rede. Also das ist halt für die Zwerge eigentlich nicht so eine gute Religion. Außerdem, es ist ihre Religion. Da solltet ihr euch nicht einmischen, meiner Meinung nach. Es ist doch nicht so, dass hier alle den Erbauer bewusst abgelehnt hätten. Die meisten haben noch nie von ihm gehört. Wie sollen sie den Weg der Erleuchtung wählen, wenn sie gar nicht wissen, dass es ihn gibt? Ja, ich muss ja auch ein bisschen Rollenspiel machen. Dylan ist Magier. Mag die Kirche nicht, findet aber die Zirkel okay. Glaubt ihr denn, ihr könnt jeden den Weg zeigen? Anmaßender Narr! Nö, ich sag einfach, ja, dann viel Glück. Sagt mir, wie es ausgegangen ist. Tschüss. Ich... Schon gut. Der Bewahrer der Erinnerungen hat mich bisher abgewiesen. Ich dachte, vielleicht mit einem Fürsprecher. Nein, danke. Nun, sagt es mir, wenn ihr eure Meinung ändert. Ich habe kein Interesse. Ich werde den Zwergen nicht irgendeine andere Religion aufdrücken. Was riecht da so? Erbrochenes vom Zwerg? Allerliebst. Ja nun, das ist halt eine Taverne. Wir gehen in die Schenke. Vielleicht aber auch nicht. Es ist eine unüberwindbare Treppe. Atmet tief ein, meine Freunde. Hier sind wir richtig. Ich habe einmal Zwergenbier probiert. Ich dachte, sie wollten damit nur Oberflächler hereinlegen. Als Witz gewissermaßen. Hallo. Zurzeit brechen viele in die tiefen Wege auf. Was sie wohl alle dort suchen? Weiß ich auch nicht. Atrast Vala, ihr müsst der graue Wächter sein, von dem erzählt wird. Willkommen in der Schenke. Dankeschön. Ich bin Cora, eure Bedienung. Was kann ich für euch tun? Ich wüsste gern mehr über die Stadt. Und dafür kommt ihr in die Schenke? Ihr wollt sicher nicht die offizielle Version, sonst wärt ihr in der Halle der Bewahrung. Aber die Maulwurfsicht kann ich schon liefern.
irgendwas, das ich bei meinem Aufenthalt unbedingt gesehen haben muss? Die Adligen bleiben oben, außer wenn sie sich unters Volk mischen. Dort sind auch die Versammlung, der Palast, die Halle der Bewahrung und jede Menge Anwesen. Unter uns ist nur die Stadt des Staubs oder die Minen. Und ich empfehle maximalen Abstand. Sie gehört nicht zur Stadt. Das sind nur ein paar alte Tunnel, wo die Kastenlosen hausen. Dort geht man nur hin, wenn man muss. Wenn ihr Spaß wollt, müsst ihr zum Tornei. Was ist das Tornei? Eine Gelegenheit für die besten Kämpfer von Orsama, sich zu messen. Heute findet ein Turnier statt. Der Platz liegt zwischen hier und dem Diamantenviertel. Da sollte ich hingehen. Was ist die Halle der Bewahrung genau? Die Arbeitsstelle aller Bewahrer von Orsama, unter der Führung des Bewahrers der Erinnerung. Wenn ihr von der Oberfläche kommt, würdet ihr sie wohl Scholaren nennen. Sie pflegen alle unsere Unterlagen, Gesetze, Stammbäume. Wenn ihr Fragen über Orsamas Geschichte habt und euch ziemlich lange Worte in den Antworten nicht stören, müsst ihr genau dahin gehen. Oh, da muss ich hin. Wo finde ich den Bewahrer der Erinnerungen? Er ist im Diamantenviertel. Verzeihung, im Adelsbezirk. Jedenfalls weiter oben, wie man es auch nennt. Ein grauer Wächter ist in der Schenke stets willkommen. Aber ich wollte noch was trinken. Darf es noch etwas sein, Wächter? Ja, ich möchte gerne für mich und alle meine Begleiter etwas zu trinken bestellen. Bei 52 Sorten Bier, 17 Sorten Met und einem Dutzend importierter Weine sollten wir auch euren Geschmack treffen. Was darf's sein? Eine Runde eurer besten Sorte für mich und das ganze Lokal. Das würde ich natürlich gerne machen. Aber ich habe halt nur irgendwie 30 Sovereigns. Ich mach's trotzdem. Eine Runde eurer besten Sorte. Da ist aber jemand großzügig. Eine Runde Valentas Rota für alle. Juhu! Das ist der Paragon der Biere. Das Beste, das für Geld zu haben ist. Prost! Was? So wenig nur? Nevin Chunkwirt. Ich habe Angst, nachts allein durch Ständeviertel zu gehen. Die Schurken der Charta sind schrecklich. Ich glaube, das ist sowas wie die Mafia der Zwerge. Es gab dieses Jahr kaum Angriffe durch die dunkle Brut. Ja, die sind ja auch jetzt oben. Wir haben Braten auf dem Feuer. Oh, das hört sich gut an, meine Dame. Das hört sich gut an. Die Oberfläche ist sicher sehr interessant. Ja, ich finde es hier unten eigentlich interessanter. Die Sprache der Zwerge. Klingt eigentlich schön, aber er war halt sehr betrunken. Seid gegrüßt. Sucht ihr einen Stuhl zum gemeinsamen Trunk? Wer seid ihr? Ich heiße Nevin und gehöre zu Prinz Belens Expeditionseinheit. Und ihr? Ich bin Dalen, ein grauer Wächter. Dachte ich mir schon. Die Wächter sind gute Leute. Ich habe mal einen in den tiefen Wegen getroffen. Wie hieß er doch gleich? Duken, Dunka oder so ähnlich. Ihr kanntet Duncan? Ja, hab ihn getroffen. Guter Mann, aufrecht. Er weiß, was wir in den tiefen Wegen mitmachen. Das wissen nicht viele, nicht mal die, die hier leben. Da muss man schon an der Front sein. Ich war noch nie in den tiefen Wegen. Jeder graue Wächter endet dort. Da schicken sie euch hin, wenn ihr bereit seid, diese Welt zu verlassen.
Sterben in der Dunkelheit und so viel Gezücht mitnehmen wie möglich. In letzter Zeit ist dort zunehmend mehr los. Plötzlich interessieren sich ziemlich viele dafür. Wir gehen morgen wieder rein und wir sind nicht die Einzigen. Wer schickt euch denn hinein? Belen. Beim ersten Glockenschlag in 4 Gruppen. Wir sollen die alten Teigs durchsuchen. Nach Spuren von Branka vermute ich. Hinter der sind sie offenbar alle her. Mhm. Wer ist denn Branka? Branka war ein Paragon, eine große Schmiedin oder so. Aber dann drehte sie durch und führte ihr ganzes Haus vor über 2 Jahren in die tiefen Wege. Sie kann unmöglich überlebt haben. Und viele gute Männer werden bei der Suche nach ihrer Leiche noch das Leben verlieren. Verzeiht, aber das Bier schmeckt plötzlich sehr bitter. Warte. Die tiefen Wege sind nichts für Leute mit schwachen Nerven. Aber ich wollte noch so vieles wissen. Ach, Mist. Ihm gesagt, dass ich nicht verstehe, warum nicht jeder am Turnier teilnehmen darf. So zeigen die Ahnen ihr Wohlwollen, heißt es. Und dafür brauchen sie unsere Mithilfe? Dafür hätte er mich beinahe geohrfeigt. Ein Teller eurer besten Suppe. Heiß, wenn's geht. Verzeiht, ich wäre lieber allein. Okay. Lord Denek Helmy, ehrbarer Desch hier der Versammlung und schreckliche Enttäuschung für meine Mutter, die meine Aufenthalte in Tavernen aufs Strengste missbilligt. Kann ich mir denken. Ihr versteht, was ich damit meine? An der Oberfläche gibt es keine Kasten und das funktioniert gut. Stimmt doch, Wächter, oder nicht? Ihr kennt mich? Hier sprechen sich die Dinge aber schnell herum. Als jüngstes und unverblümtestes Mitglied der Versammlung muss man sein Ohr schon nah am Stein haben. Ich hörte, ein grauer Wächter sei in der Stadt. Nichts für ungut, aber ihr seid leicht auszumachen. Eure Ansichten über Kasten werden in der Versammlung sicher kontrovers diskutiert, oder? So ist es. Ihr wisst sicher bereits, dass ich ein Nichtsnutz bin, der in der Schenke sein Leben versäuft. Und wurde größte Schande der Versammlung aller Zeiten erwähnt? Das fand ich immer besonders schön. Die meisten Schmiede und Wirte geben brauchbare Dashes ab, wenn wir ihnen einen Sitz in der Versammlung geben würden. Orsama ist so traditionsverhaftet, dass nicht mal die Frage auftaucht, ob man Kasten wirklich braucht. Wie funktioniert das Kastensystem überhaupt? Schlecht. Ach, ihr meint das ernst. Nun, ganz einfach. Ganz oben stehen der König und die gewählten Deschies der Versammlung. Dann kommen die Adligen. Als nächstes Krieger und Handwerker. Und ganz unten sind die Diener und dann noch Kastenlose und Verbrecher. Die Kaste wird bestimmt vom Elternteil, dessen Geschlecht ihr habt. Und da bleibt ihr dann den Rest eures Lebens, ungeachtet eurer Fähigkeiten. Ja, ich finde das eigentlich auch nicht so gut. Und ich werde auch Daylan so spielen, dass er das nicht so gut findet. Aber ich finde, man sollte halt schon Respekt vor anderen Kulturen haben. Und ich bin hier ein Gast. Also werde ich mich schon hüten, mir da irgendwie ein Urteil zu fällen. Und die Leute darauf anzusprechen. Wir sind hier bei den Zwergen. Und hier gilt die Kultur der Zwerge. Ich kann natürlich Einfluss nehmen auf den nächsten König. Je nachdem, wen man nimmt, kann man das Kastensystem lockern und verbessern. Aber man kann halt auch negative Sachen bekommen. Je nachdem, wen man nimmt. Ihr stimmt also über den nächsten König ab? Ich und 79 weitere herausragende Beispiele für die Unsitte, trotz aller Geburtsrechte und Privilegien, immer noch mehr zu wollen. Sie schätzen meine Ansichten über Gleichberechtigung nicht. Ihr seid also für Gleichberechtigung. Für wen stimmt ihr? Vermutlich hat keiner der Kandidaten das Diamantenviertel je verlassen. Aber Lord Harrowmont scheint mir ein wenig nachsichtiger. Prinz Belen ist brillant, das gestehe ich ihm zu, und sehr raffiniert. Aber ihn interessiert nicht Orsama, sondern nur der Sieg an sich. Ja, ich finde tatsächlich, dass sowohl Belen als auch Harrowmont gute und schlechte Seiten haben.
Ja, ich glaube, ich werde erstmal dazu noch nichts sagen. Das sage ich dann später. Wie ihr wünscht. Ja. Hoffentlich steht eine Nack auf dem Herd. Ich verhungere. Was ist eine Nack? Ich weiß das ja noch gar nicht. Das da. Das. Sie sind überall. Ich ertrage es nicht mehr. Okay. Das ist eine Nack. Sowas wie ein nacktes Meerschweinchen. Es gibt übrigens tatsächlich Meerschweinchen, die haben eine Krankheit. Da haben sie nämlich keine Haare. Das ist aber für das Meerschweinchen sehr qualvoll. Also man sollte das nicht züchten. Ist natürlich irgendwie süß, wenn man eine Nack im echten Leben hätte, aber es ist kein schönes Leben für die Meerschweinchen. Nervöse Abenteurer. Was? Verschwindet! Ihr werdet euch verwandeln, wie all die anderen auch. In meinen Freunden verbergen sich Monstren. Wovon redet ihr da? Sie folgen einem. Wenn ihr erst einmal mit drin hängt, ergreifen sie Besitz von euren Freunden und verfolgen euch! Seht her, ich habe Abschriften gefunden. Sie alle entstammen derselben Feder und sind älter als die im Gesang. Sie haben geschlafen, verdammt! Nehmt sie, ich will nicht mehr. Ich werde nicht auf der Suche nach einer Lüge verschwinden. Niemals. Sie haben geschlafen. Entfesselt. Die Reiter folgen mir in jede Stadt, seit ich die Geschichte entziffert habe. Jetzt ist mir klar, wie sie die Einheimischen mitnehmen, die mir am nächsten stehen, auf das ich keine Ruhe finden oder Bande knüpfen kann. Ich hielt es für eine Straße zu Ruhm und Ehre, aber bei jedem Schritt bringen mich seine Krallen zum Stolpern. Gax Kang. Verflucht sei sein Name und der Tag, an dem ich ihn zum ersten Mal vernahm. Auszug aus dem Tagebuch eines längst verstorbenen, toten Abenteurers. Du hast gefragt, also erzähle ich es dir. Geh nicht. Die Geschichten sprechen von Reichtümern, enthalten aber keine Namen oder Angaben darüber, wo die Besitzer dieses Reichtums diesen Reichtum ausgegeben haben. Schon als Kind habe ich dieselben Geschichten in Denerim gehört. Man fühlt sich davon angezogen, aber es sind Lügen, Sohn. Da wird ein Weg vorgezeichnet, aber was geschieht nach dem ersten Schritt? Führt er zur Bestie oder zurück zu dir? Brief vom Vater an den Sohn, ohne Unterschrift. Drei verwitterte Pergamente mit drei Versionen derselben unvollständigen Geschichte. Auszug. Und als sein Königreich fiel, verschwanden auch die gestohlenen Reichtümer eines ganzen Zeitalters. Die Bestie, der Entfesselte, schlummert, bis einer mit reinem Herzen seinen Thron beansprucht. Daher muss der Held für sein Volk auf die Jagd gehen, muss der Aufrechte das alte Böse suchen. Nur so kann er wahrhaftig einen Unterschied machen. Mit zittriger Hand in eine Ecke gekritzelt, drei Seiten, drei Zeitalter, dieselbe Geschichte, nur aktualisiert. Genau wie das Lied in der Taverne, nur älter. Die Unterschrift wurde mit Absicht abgerissen. Aber ein Vergleich ergibt Willem Madon. Alles von ihm. Wie kann das sein? Irgendetwas agiert hinter den Kulissen in Ferelden. Die Notizen, die du von toten oder verängstigten Abenteurern hast, weisen auf eine uralte, böse Macht hin oder zumindest auf einen uralten Mann, der Geschichten über eine uralte, böse Macht erzählt. Du hast allen Grund, dich mit Willem Madon zu unterhalten, der irgendwo in Denerim lebt. Okay. Hey, ihr seid ja zu zweit. Gesungen wird erst abends. Ja, der eine hat ja eben schon gesungen. Ich fand das schön.
Das hatte was. Gut. Lord Harrowmont ist ein guter, mitfühlender Mann und er wird ein guter König sein. Weiß ich nicht genau. Bin schon unter... Wegs. Ich glaube, wir sind in einer Schmiede. Hallo. Willkommen in der Rüstungsschmiede der Familie Jaina. Ihr seht wirklich genauso aus, wie man es sich vorstellt. Sucht ihr einen neuen Panzer? Wir bei Jaina haben von Leder bis Platin alles. Gehört ihr zur Schmiedekaste? Ja, schon seit 100 Generationen. Mein Vater ist berühmt. Er hat eine Schenkeldecke erfunden, die bereits in den Kyras eingearbeitet ist. Aber eurer Miene nach zu urteilen, seid ihr selbst kein Schmied. War Paragon Branka nicht eine Schmiedin? In der Tat, sogar die beste seit Caridin selbst. Aber sie gab alles auf, um alten Träumen hinterherzujagen. Wer ist Caridin? Der beste Schmied aller Zeiten. Er hat uns das Geheimnis der Herstellung von Golems gegeben, die gehen, sprechen und unsere Grenzen verteidigen konnten. Dank ihnen musste sich kein Zwerg der dunklen Brut selbst entgegenstellen. Es war ein goldenes Zeitalter für die Schmiedekaste. Sein Werk ging vor Jahrhunderten verloren, als sein Teig der dunklen Brut zum Opfer fiel. Es ist nicht einmal bekannt, wo er ist. Die Herstellung von Golems? Shale, hast du das gehört? Golems! Von Zwergenhand. Was meint ihr damit, Branka gab alles auf? Sie hat keine 6 Monate als Adlige ausgehalten. Da brach sie in die tiefen Wege auf, um alte Geheimnisse zu ergründen. Jetzt liegt sie tot in den Tunneln. Und ihre ganze Kunst ist dahin. Wisst ihr etwas darüber, was mit dem König geschehen ist? Aus der Politik halte ich mich raus. Ein Schmied sollte nicht bei denen auffallen, die die Gewerbescheine ausstellen. Ja, stimmt. Lord Harrowmont ist ein aufrechter Mann. Mein Vater hat schon Geschäfte mit ihm gemacht und er hat immer pünktlich bezahlt. Aber die Edukins haben uns gut gedient. Wenn die Ahnen sie auf dem Thron haben möchten, kann ich dagegen nichts einwenden. Ja, es ist schwierig, schwierig mit dem Thronerben. Also ein guter Mann heißt nicht unbedingt, dass man ein guter König ist. Und ein schlechter Mann zu sein heißt nicht, dass man ein schlechter König ist. Ich finde, man muss das immer... ja, trennen irgendwie. Auch wenn jemand vielleicht eigentlich ein Bösewicht ist, kann er dem Volk der Zwerge aber Gutes tun. Und jemand, der zu weich ist und zu mitfühlend, könnte eventuell nicht so ein guter König sein. Aber wir gucken einfach mal, was wir so über die beiden so erhören können. Zeigt mir doch bitte einfach eure Ware. Natürlich. Vergesst nicht, wir tauschen auch. Haben wir hier Armbrust. Schwere zwergische Stiefel. Ja. Wandschnitzerei. Das Leben in Orsamar. Die Zwerge von Orsamar unterscheiden sich stark von denen, die man meist in den Städten der Menschen antrifft. Obwohl Orsamar seinen Wohlstand durch den Handel mit den Königreichen der Menschen sichert, büßt dennoch jeder Zwerg, der zwecks Geschäften an die Oberfläche kommt, seine gesellschaftliche Position vollständig ein. Zwergische Händler trifft man bei den Menschen so oft an, dass der Eindruck entsteht, alle Zwerge seien Händler und dem ganzen Volk ginge es nur ums Geld.
Aber die Oberflächenzwerge sind gänzlich untypisch, denn sie haben alle Kontakte aufgegeben und ihren Status geopfert, um Geschäfte machen zu können. Die Zwerge unter der Erde sind ein Volk, das besessen ist von Ehre, ihrer eigenen sowie der Familie. Die meisten Adeligen lassen sich sogar in ihre Ausgehgewänder Kettenrüstungen einarbeiten. Denn die kleinste Beleidigung kann in Mord und Totschlag enden. Sie schätzen herausragende Qualität und streben sie auch in all ihrem Tun an. Selbst Mitglieder der Dienerkaste wurden für außergewöhnliche Dienste schon zu Paragons ernannt, wenn auch meist posthum, also nachdem sie gestorben waren. Auf der Suche nach Wissen, die Reisen eines Scholaren der Kirche von Bruder Genitivi. Auf Wiedersehen. Ich glaube, ich möchte eigentlich ganz gerne mal zum Tornei-Gelände. Sagt mal, Shale, wie ihr da so rumgestanden habt in Radcliffe, habt ihr da geschlafen? Ich brauche keinen Schlaf. Mein Körper ermüdet nicht und hat auch keine anderen fleischbezogenen Funktionen. Aber ist das nicht langweilig? Würdet ihr nicht gerne einmal träumen? Ich träume nicht. Passiert das sonst im Schlaf? Ich dachte, man fasst sich nur an die Nase und murmelt Unverständliches. Ja, natürlich. Ich dachte, wir alle... Ihr beobachtet mich? Ich beobachte jeden während der nächtlichen Ruhephase. Ich habe ja sonst kaum etwas zu tun. Und das stundenlang? Ich zähle die Atemzüge. Damit bekämpfe ich das nahezu unstillbare Verlangen, ihnen im Schlaf das Gesicht einzutreten. Oh, dann werde ich das in Zukunft bleiben lassen. Okay, aber Shell stand gar nicht in Radcliffe, sondern in dem Dorf, oh, wie heißt das, Honleith oder so? Los geht's. Gemäß Anweisung 5.1a darf kein Zwerg, dessen Kastenzugehörigkeit nicht feststeht, im Ständeviertel Handel treiben. Die Versammlung hat das dahingehend präzisiert, dass nur Zwerge, die einem anerkannten Haus mit nachvollziehbarer Ahnenlinie von mindestens 3 Generationen angehören, Läden oder Stände besitzen und betreiben dürfen. Ausnahmen umfassen den individuellen Einkauf von Waren oder Dienstleistungen bei genehmigten Läden oder Ständen, sofern die jeweilige Bezahlung vor Abschluss der Transaktion dem Besitzer des Ladens oder Stands vorgezeigt wurde. Ihr versteht sicher, dass eine strikte Qualitätskontrolle sämtlicher Waren und Dienstleistungen, die in Orsama gehandelt werden, unabdingbar ist, zumal wir Investitionen von außen ausdrücklich begrüßen. Die Standards der Stadt des Staubs und des gemeinen Marklinks sind dafür nicht ausreichend. Euer Antrag auf eine Handelsgenehmigung wird hiermit abgelehnt. Aus einer Entscheidung der Handelskommission der Versammlung Midals Gebrauchtwaren betreffend. Aber wie es weitergeht und ob wir bei einem Tornei mitmachen können, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö, Brü!